Hallo Leute, ihr seht wieder RMGTV und heute seht ihr einen weiteren Teil der PC-Selbstbauserie. Ja, was werden wir heute machen? Netzteil ist eingebaut, Festplatten sind hier auch schon eingebaut. Was ich noch zeigen möchte, ist die Grafikkarte einzubauen. Das Netzteil und die zwei Festplatten habe ich im Übrigen nicht gezeigt, weil mir das relativ logisch erscheint und ich glaube, das kriegt jeder hin, hier hinten vier Schrauben festzumachen und das da einfach nur an die richtige Position zu setzen und das festzuschrauben. Ähnlich ist es mit den Festplatten. Einfach in diesen Festplattenschlitten reinsetzen und das Ganze festschrauben. Ich meine, das ist jetzt nicht sonderlich schwierig und da muss man auch groß nichts beachten. Also dachte ich mir, das Ganze überspringe ich mal und ziehe das Video nicht in unnötige Länge. Das mache ich jetzt aber auch gerade und deshalb fangen wir am besten sofort an zu schrauben. So, Grafikkarte und WLAN-Karte fehlen. Was machen wir zuerst? Hier an der Seite sind die Abdeckungen, die müssen raus. Zumindest drei Stück müssen raus, zwei für die Grafikkarte, eins für die WLAN-Karte. Das heißt, wir machen hier zuerst das obere raus, weil da werden wir die WLAN-Karte anschließen. Dann die zwei darunter, weil genau dort wird die Grafikkarte sitzen. Das ist übrigens in fast jedem Gehäuse so, dass das oberste für den obersten Anschluss natürlich ist, für den PCI Express. Und der untere ist meistens für die Grafikkarte. Und dann wisst ihr eigentlich auch schon, was ihr zu machen habt, wenn bei euch dann dieselbe Situation oder die gleiche Situation eintrifft, solltet ihr auch euren PC selbst zusammenbauen. So, schrauben wir das Ganze erstmal raus, Schrauben legen wir hier hin, dann ziehen wir hier die Abdeckung raus, ich drehe das nochmal ein bisschen, hier, gehen schon fast von alleine raus. Die brauchen wir im Übrigen nicht mehr, das sind eigentlich nur so, ja, Blenden sozusagen, wenn man da nichts hat, dass man nicht ins Gehäuse reingucken kann, sondern dass man irgendwas da hat, was halt zu dem Gehäuse passt. Fangen wir am besten mal mit der WLAN-Karte an. Da gucken wir erstmal, dass das hier passt, von den Anschlüssen her, beziehungsweise dass es hier richtig sitzt. Und gucken wir, dass es auch hier vorne richtig sitzt. Also wir gucken erstmal bei dem Anschluss. Ich zoome mal ein bisschen rein, dass ihr ein bisschen mehr sehen könnt. So, ja, das ist relativ schwierig zu zeigen. Jedenfalls muss das hier bei dem Anschluss sitzen und hier oben natürlich auch bei der Verschraubung. In diesem Fall ist es bei dem Gehäuse ein bisschen mystisch, weil ich sehe gerade, wir müssen eine Blende doch wieder reinmachen, wofür dann die obere Blende da ist, verstehe ich jetzt nicht so ganz, weil darüber befindet sich überhaupt gar kein Anschluss mehr. Aber gut, schrauben wir jetzt lieber erstmal die WLAN-Karte rein. Die wird dann halt auf den Anschluss gesetzt, leicht nach unten gedrückt und hier vorne festgeschraubt, so dass das Ganze dann natürlich auch fest sitzt. So, und da wir eben unnötigerweise, sage ich jetzt mal, das obere rausgeschraubt haben, müssen wir jetzt noch eins darunter rausschrauben, weil das ja dann noch zu der Grafikkarte gehören wird. Das heißt, wir schrauben hier das eins weiter runter raus, setzen die Blende um auf die obere Ecke. Ist ja auch relativ egal, wo was sitzt. Im Übrigen müssen wir bei der WLAN-Karte noch die Antennen, sage ich jetzt mal, anschließen. Also diese Dinger hier. Und dann
wäre die WLAN-Karte soweit eingebaut und betriebsfertig. So, die Schraube erstmal reindrehen. Es sitzt wieder. So. Dann drehen wir das Ganze erstmal, schließen die Antennen an. Holen die natürlich erstmal aus dem Beutel raus. Die lassen sich übrigens recht easy anschließen. Die müssen lediglich hier reingedreht werden. Am besten klappt ihr die später dann um und richtet die später aus. Ja, so kriegt ihr sie einfach. Am besten kriegt ihr so einfach die ersten drei Stück rein. Und danach kann man sich dann um die Ausrichtung kümmern, sobald alles fest sitzt. Einfach so handfest andrehen und dann kann man die in alle Richtungen ausstrecken. Wie man dann möchte. Naja gut, am besten nicht in den Weg der Grafikkarte, die jetzt als nächstes folgen wird. Schnappen wir uns mal das gute Stück. So, drehen wir nochmal das Ganze, damit ihr auch was seht. Ja, ist aber immer relativ schwer beim PC-Bauguides, das so zu platzieren, dass man in dem Video auch alles sieht, weil es dann doch sehr viel ist, was man sehen müsste. Ich zoome mal ein bisschen rein, damit man schon mal den Anschluss sieht. Der sieht im Großen und Ganzen so aus. Oh, jetzt halte ich genau meine Hand davor. Also, es ist schon nicht einfach. Also, hier, dieser Anschluss ist der richtige. Ich kippe das noch mal ein bisschen. Ja. Ja, jetzt sieht man es. Wenn man die Grafikkarte ausbauen möchte, muss man übrigens den Hebel so ein bisschen zur Seite drücken. Und dann bekommt man die auch schon raus. So, und jetzt nehmen wir am besten die Grafikkarte direkt am Kühler, weil das ist ja die unempfindlichste Stelle, beziehungsweise an diesem Plastikstück. Natürlich müssen wir vorher die Abdeckung entfernen, dass die Anschlüsse frei liegen. Die sind vorher zum Schutz gedacht. Danach muss es natürlich gescheit angesteckt werden. Wir platzieren die Grafikkarte genauso, dass auch das vorne mit den neuen Blenden passt. Gucken wir einmal so drüber, ob man das auch richtig anschließt. Dann drückt man es runter. Passt, es ist auch dieser Hebel jetzt ein bisschen eingerastet und man kann die Schrauben, die man sich beiseite gelegt hat, problemlos wieder reinschrauben. So. Schrauben wir jetzt noch die Schrauben rein. Ja, nochmal drehen. So. So funktioniert die Grafikkarte natürlich noch nicht. Je nachdem, was für eine ihr habt, müsst ihr jetzt noch die mit Strom befeuern. Das Ganze läuft dann über die PCI-Express-Anschlüsse bzw. die PCI-Express-Stromversorgung eures Netzteils. Dazu gibt es dann 6-Pin-Stecker und 8-Pin und 4-Pin und alle möglichen, in allen möglichen Varianten und Formen. Aber das werde ich euch dann im nächsten Video zeigen. Ja, dann war es das erstmal soweit mit dem Einbauvideo der Grafikkarte und der WLAN-Karte und des kurzen Zeigens. Als nächstes werde ich euch zeigen, wie man das Ganze anschließt, wie man die Grafikkarte mit Strom versorgt, wie man die Festplatten anschließt und den ganzen anderen Rest, die Lüfter und ja, alles, was da noch übrig bleibt. Also, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo und bis dann, Leute. Ciao.
Das Video hat dir gefallen und oder du möchtest mich und meine zukünftigen Videos unterstützen? Dann schau dir doch einfach mal in Ruhe meine Vorschläge an. Alle wichtigen Links gibt es auch in der Beschreibung. Vielen Dank.